Und somit ein herzliches Hallöchen zu einem weiteren Horrorspielchen namens Anna. Ja, Anna ist ein Horrorspielchen, das habe ich eigentlich schon erwähnt. Und es spielt in den Alpen auf am Berg. Und wie da im, ich schätze mal, ist das Haus da im Hintergrund. Jedenfalls, wir sind auf dem Berg und es dreht sich irgendwas um das Haus da. Irgendwelche komischen Sachen geschehen da, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt nicht zu spoilern lassen, ich wollte mich jetzt nicht zu viel durchlesen. Über dieses Spielchen, ich weiß nur, Alpen, Haus, komische Sachen, Jumpscares. Und es sollte nicht so ein langes Spielchen sein, nur recht ein kurzes Projekt. Und ja, das war's, oder? Wir dann jetzt einfach mal neues Spielchen. Und kein Zweifel. Ich könnte seine Risse aufzählen. Wie bin ich überhaupt hier geendet? Ich fühle mich, als ob ich in Trance gehe. Aber ich bin mittlerweile außerhalb der Tore. Ich muss herausfinden, warum ich ständig von ihr träume. Ich sehe nämlich nach Antworten. Hoppla. Oho, oho, oho. Also, da geht's anscheinend. Also, es ist irgendwie so eine Liebesgeschichte, kommt mal vorne. Und. Also, ich spiele übrigens die Extended Edition. Der Unterschied zur normalen Version ist, dass in der Extended Edition sollte es neue Enden geben. Es gibt, glaube ich, 8 verschiedene Enden, die man ja spielen kann. Und die Umgebung wurde überarbeitet und. Ich glaube, neue Rätsel sind da dabei. Stimmt, es gibt übrigens Rätsel zu lösen. Also die Mausempfindlichkeit ist ein bisschen hoch, aber ich werde mich da jetzt einmal durchkämpfen. Okay, das ist dieses Haus, ja. Da hat er anscheinend gewohnt mit der Anna. Und sie haben sich dann getrennt, aber er träumt nur immer die ganze Zeit von ihr. Und er mechert das eigentlich nicht. Und er träumt ja halt immer wieder von diesem Haus, sagt er. Oh, die Mausempfindlichkeit ist ein Wahnsinn. Augenförmige Aushöhlung. Oh. Sehr künstlerisch gemacht. Okay. Da ist etwas im Inneren. Okay, ich kann nichts da. Okay, gut, dann gehe ich einfach wieder. Haupttür. Es rührt sich nicht. Okay, okay. Oh, kleiner Felsbrocken. Scheint kaputt zu sein. Ist das sowas wie die Klingel oder... Oh, schaut mal, da geht's. Verschlossen. Vielleicht kann man sie von innen öffnen. Cool, das hilft mir jetzt aber nichts weiter, du da. Bach? Das Wasser ist kristallklar. Man möchte es fast trinken. Aber auch nur fast. Oh, das ist kaputt. Das kann sie nicht tragen. Okay, aber ins Wasser selber kann ich nicht gehen. Vereinzelte Steine auf dem Boden. Okay. Oh, die Maus. Die ist ja Wahnsinn. Okay, okay, okay. Das schaut cool aus. Mach voll hübsch. Schatz mal mit den Schmetterlingen. Ahornblätter. Ich nehme eines. Da ist eine Blume auf dem Steinhaufen.
Jemand muss die Steine mit Absicht so gestapelt haben. Flacher Kieselstein. Oh, Schatz, wir können es so weghauen. Hua! Husa. Okay. Schmutziger Gegenstand. Au, oh, okay, ich verstehe. Okay, ich habe ein Inventar. Das sind meine Gegenstände, oder was? Ich, ein Feuerzeug, ein Jagdmesser, Feldflasche, Notizbuch. Oh. Was zum... Wie bin ich hierher gelangt? Das ist das Sägewerk, das ich in meinen Träumen sehe. Aber ich verstehe das nicht. Bin ich wach oder schlafe ich noch? In meinen Träumen stehe ich immer außerhalb des Zauns, doch diesmal nicht. Ich will herausfinden, was hier verborgen ist. Ich spüre, dass ich in diesem Haus die Antworten auf all meine Fragen finden werde. Und vielleicht auch sie. Ich kann nicht schlafen, ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Ich schreibe nur, um die Qualen zu überstehen. Schmerzmittel helfen bisher nicht. Auf den kurzen Augenblick der Linderung folgen immer scharfe, stechende Schmerzen. Ich drehe und wende meinen Kopf, um meine Stellung zu finden, die weniger wehtut. Aber es ist sinnlos. Wenn ich meine Augen schließe, ist mir, als würde ich Blätter im Wind rauschen hören. Als würden sie eine Symphonie komponieren. Aus meinen geschundenen Knochen. Mir ist, als könnte ich Bilder von jener Szene sehen. Den Himmel und die Berge. Seltsamerweise ist meine Sicht verschwommen. Doch obwohl ich den Ort nicht wiedererkenne, habe ich das Gefühl, schon einmal dort gewesen zu sein. Ich habe wohl Halluzinationen von der Migräne. Ich hasse die Berge. Freiwillig bringen mich da keine 10 Pferde hin. Die wenigen Male, die ich in den Bergen war, bin ich nie länger als einen Tag geblieben. Bin nie in den Wald oder wandern gegangen. Ich muss mich auf ein Kissen legen. Ich fühle mich ganz schwach von den Schmerzen. Die Vorlesung heute hat sie schockiert. Als ich ihnen erzählte, dass die mittelalterlichen Ritter häufig arme Bauersfrauen vergewaltigt haben, die ihnen allein auf der Straße begegnet sind, haben sie mich angestarrt. Vor allem die Mädchen schienen es entsetzt und verstört, als würde ich ihnen eine ausgedachte Geschichte erzählen. Doch es gibt unzählige alte Lieder, auch wenn sie selten in Schulbüchern zu finden sind, über diese Praktiken. Manche verherrlichen die Vergewaltigung sogar als Privileg der Ritter gegenüber niederer Klassen. Zusammengefasst, Ritter knieten romantisch vor Edelfrauen nieder und fielen hemmungslos über junge Hirtinnen her. Als ich ihnen dann berichtete, dass eine Vergewaltigung in einigen Gegenden der Alpen eine Heirat nach sich zog, waren sie erst recht entsetzt. Eine Frau, die vergewaltigt wurde, war verpflichtet, zur Braut ihres Vergewaltigers zu werden. Das Leben war damals kein Zuckerschlecken. Es blieb wenig Zeit, eine Frau zu umwerben. Heute mag dieses Verhalten abstoßend erscheinen, wenn man es aus unserer modernen Warte betrachtet. Viel erschreckender ist aber, wie die Menschen die Erinnerungen an diese Gräueltaten verdrängt haben und wie sie dazu neigen, sie willentlich zu ignorieren, wenn wir sie damit konfrontieren. Hä, was ist denn da los? Da gibt's ja voll viel zum Lesen. Das ist jetzt aber nicht alles vor, oder? Also, unsere Figur ist ein Lehrer, so wie es ausschaut. Oh, einige Schüler waren von dem Thema der gestrigen Vorlesung so angewidert, dass sie begonnen haben, mich Professor Pervers zu nennen. Wären meine Kopfschmerzen nicht wiedergekommen, hätte ich über einen solchen albernen und einfallslosen Spitznamen nur lachen können. Ich will das echt alles vorlesen, das ist ja voll viel, liebe Leute. Vielleicht ist man da in der nächsten Folge weiter. Denn ich werde ehrlich jetzt mal in das Haus da kommen, bevor ich da jetzt ein Geschichten da vorlese. Aber warte mal, ich wollte noch was probieren. Denn ich habe da auch eine Feldflasche. Kann ich die da... Sie ist voll mit Wasser, cool.
das Torkel nicht aufmachen. Ein Ast? Okay, ich habe ein Stecken dabei. Das ist ganz cool. Das kann man, glaube ich, immer brauchen. Ich weiß eigentlich nicht, was tue ich da eigentlich? Ah, da ist nur eine Tür. Okay, die ist auch verschlossen. Cool. Von innen öffnen. Das war's? Mehr ist da nicht. Wie komme ich denn jetzt in das Haus? Ich habe bereits einen. Vielleicht mit dem Tor verboten, okay. Da war doch jetzt gerade was, oder? War denn nicht gerade ein Zeichen, dass ich was aufheben kann? Hä, das haben wir doch jetzt reingebildet. Da war doch gerade ein Zeichen. Bach, Bach, Bach. Vereinzelte Steine auf dem Boden. Es gibt keine Ahornbäume in der Nähe. Was? Was hast du da gestanden? Hä, das ist jetzt gar Augenzeit. Was? Aug? Hä? Hilfe. Und doch habe ich neben dem Hügel Ahornblätter gefunden. Wie kann das sein? Und dann ist da so ein Augkämmer. Warte mal, was ist denn das Aug? Ahornblätter. Was heißt das Aug? Kann ich da irgendwie raus oder so? Also ins Wasser kann ich ja nicht. Ahornblätter. Steht auf dem Baum vielleicht. Irgendwas oben. Was ist dies überhaupt? Das ist so ein roter Baum ohne Blätter und so ein Aug. Oh Mann, was hat das für Rätsel? Oh je, ich hoffe, das ist jetzt nicht im ganzen Spiel so zache Rätsel da. Kann ich eigentlich hupfen? Ich schätze mal, was ist denn das? Oh! Oh! Ja? Hä? Mach das doch auf! Sie verschnürt die Tür, was ist das? So, ich habe ja ein Jagdmesser. Zack! Ich habe das Seil zerschnitten. Ich nehme es mit. Okay. Das ist was grausig. Conny crouchen. Ja, ich kann. Rissige Wand. Mit bloßen Händen kann ich das, kann ich dann nichts ausrichten. Okay, was habe ich denn? Ich habe einen Stein. Nein. Einen Ast. Oh, das hat mich gescheit geschreckt, du. Mit einem Ast. Ich kann mit einem Ast die Mauer einschlagen, aber mit einem Stor nicht. Ja, du geh doch jetzt nicht rein, oder? Ja, kann ich den mitnehmen wieder? Nö, okay, cool. Ich sehe nichts. Okay, Hobby. Zack. Warum kann das da dunkel... Achso, vielleicht kann ich... Schatz, mal das da. Oh.
Ein seltsamer Mechanismus. Einige Teile scheinen zu fehlen. Aber was denn? Habe ich den schmutzigen Gegenstand nicht im Wasser da schon mal? Den Gegenstand haben wir aus dem Dings da gekriegt. Achso, ich habe das noch gar nicht gereinigt. Okay. Zahnrad. Okay. Wir kommen langsam voran. Wie? Zahnrad. Natürlich, das gehört da rein. So. Vielleicht nochmal crouchen. Komm schon. Hallo. Scheint absichtlich zerstört worden sein. Was ist da gestanden? Wie habe ich das jetzt gemacht? Achso. Stück von einem Zahnrad. Schon ab. Okay. Fährt mir denn da leicht nur ein Stück? Kann ich irgendwie. Vielleicht brauche ich da nur ein Stück Zahnrad. Aber ein Steinhaufen. Mit dem hab auch. Also vielleicht kann ich mit der Schnur da irgendwas machen. Nee, kann ich nicht. Okay, ich hab ein Seil. Springen kann ich nicht. Ja. Das ist ja super. Also irgendwas muss ich übersehen haben. Keine Frage, ne? Aber was? Was? Vielleicht oben irgendwas. Ist schon immer nur am Boden, aber. Vielleicht ist da nur irgendwo so ein Riss oder so. Hier kommt man nicht durch. Vielleicht könnte ich es mit einem Stor einhauen? Yo! Ich komme nicht dran! Mann! Mach mich nicht wahnsinnig! Der Ast! Zack! Ich habe es! Ja! Okay, komm, aber jetzt, oder? Sie passen perfekt zusammen. Aber ich muss sie irgendwie verbinden. Mit der Schnur. Repariert. Und jetzt einsetzen. Und jetzt? Jetzt sollte es funktionieren. Und ich hoffe, das ist das Teil da. Klopf, klopf. Oh, es geht auf. Ich habe eine Taschenlampe.
Die habe ich aber nicht in meinem Inventar angezeigt. Schatz, das ist ein Brief. Ups. Nee, ist ein Taschentuch. Echt? Aber was steht denn da? Au, oh, okay, mit dem Mausrad kann ich durch mein Inventar switchen. Das ist cool. Ah, okay, rechte Maustaste. Obsessed by such purity, he stretched out his arm and cut himself with the heated blade. At last he had fulfilled the reed. Only when he had seen his own blood pollute the limpid water, he realized he was drawing to the truth. Was, irgendein Ritual mit dem eigenen Blut oder so? Wo bin ich denn da hingeraten, liebe Leute? Zerbrochener Tisch. Der Tisch ist in einem sehr schlechten Zustand. Zum Glück muss ich nicht zum Essen bleiben. Wenn ich sie an mich nehmen will, muss ich mit etwas dagegen schlagen. Jo, kein Problem. Ich hab da so einen coolen Ast. Da hat doch gerade irgend so ein Kind gerät oder so. Na, bitte nicht. Oh. Mein Licht ist aus. Oh Gott, das sind Schritte! Hey, was ist denn da los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da waren Schritte. Mein Licht ist nicht gegangen. Ich mag das nicht. Da hinten ist Blut. Ich hoffe, das ist nicht sowas, wo ich irgendwie verfolgt werde oder so. Wieder ein Drei. Durch. Oh Gott. Mach wieder zu da. Wer auch immer da verrottet. Ist da leicht was drunter? Ein altes Wasser da, kaputt. Quick da, ich muss doch da irgendwas. Da ist doch irgendwas. Von Siegeln und ihrer Verwendung. Hilfe, Hilfe. Was, wo ist denn das? Ist es in meinem Notizbuch? Warte, wir schauen mal ganz hinten. Ist es. Na, das ist doch Geschichte, Anna. Wie konnte ich dich vergessen? Mann, wir müssten das echt durchlesen, oder? Also bin mir nicht sicher, ob das durchlesen muss. Da ist jetzt irgendwo, aber wo ist das Buch? Jetzt wart's einmal. Dokumente. Hallo? Aber, hä, das ist. Ah, oh, okay. Oh. Den Türen angebracht. Oh Gott, was haben wir denn da reingeraten? Das ist ja voll so. So Dämonenbeschwörung oder sowas. Okay, ich habe jetzt echt schon ein bisschen Schiss, ja? Und es reicht mir schon für die erste Folge. Und wir werden sehen, wer da so gruselig heult, ja? Und wer da vorhin gegangen ist.
Denn wir haben Schritte gehört. Ja, meine Taschenlampe ist nicht gegangen. Warum auch immer. Na gut, Leute, das war die erste Folge zu Anna. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.